Okay, also unser Auto steckt offiziell fest. Wir bekommen es kein Stück mehr nach hinten oder vorne raus. Es hat einen Vorderradantrieb und genau die Räder stecken leider fest. Deswegen haben wir jetzt den Plan, das Auto auszugraben und dann mit Paletten eine Rampe zu bauen, damit wir es rausgehen. Weil von allen, also wir haben Vollkasko, aber nur auf asphaltierten Straßen. Und wir sind gerade mitten im Nirgendwo und es gibt hier nur Paletten und Steine. Das heißt, es muss doch irgendwie bedeuten, dass wir uns daraus was machen sollen. Momentan können wir dem dezenten Nervenzusammenbruch noch ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber die Sonne scheint frei herunter, deswegen weiß ich nicht, wie lange das noch Erfolg haben wird. Ich meine, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn das das Letzte ist, was wir sehen. So, also ich finde es schon echt schön. 2 Tage vorher. Hallo Jackie! Hallo! Wir fliegen aber Yay! Wir freuen uns schon sehr stark, denn wir haben uns richtig Luxus gegönnt. Wir haben uns nicht nur ein vernünftiges Apartment gemietet, sondern ein Kotsche tatsächlich. Eben ein bisschen educaten. Also El Hierro ist die kleinste der Kanarischen Inseln. Ich glaube, es ist auch die nördlichste. Und sie ist halt sehr grün und vom Tourismus fast unberührt. Das ist richtig gespannt. Wir sind voll auf Adventure! Adventure! Irgendwie bist du unscharf. Meine Kamera ist nicht gut. Okay. Okay. Ich mach mir Sorgen um dich. Ich mach mir immer Sorgen. Dreh dich um. Hier seht ihr einen Flughafen. Was besonders spannend ist, wenn man noch nie einen Flughafen gesehen hat. Oh mein Gott, das ist so hilfreich. Ja, es ist wirklich. Da gibt es Tapas. Sehr lecker, kann ich euch nur empfehlen. Ich hatte eben das sehr echt Dame aus drauf. Und irgendwie bin ich gerade wirklich schockiert. Oh mein Gott, Isabel, bist du genauso schockiert wie ich? Hast du Angst? Ich weiß nicht. Ich finde, man hat keine Angst mehr vor dem Monster unter dem Bett, wenn man realisiert, dass sie in einem sind. Okay, ja. Das war sehr hilfreich. Hast du irgendwas davon? Nein, ich habe meine Brille nicht auf. Aber da unten steht Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht verstehen. Wir haben es ganz knapp durch die Sicherheitskontrolle geschafft, da Jackie herausgezogen wurde. Ich bin sehr explosiv. Ihre Finger wurden erstmal abgescannt, weil sie eindeutig Bomben baut. Aber ich bin froh, dass ich sie trotzdem mitnehmen darf. Guck mal, wie klein das ist. Für sie. Das ist sie, die Jackie. Ein besonderes Geschenk. Wenn man im Wald so ein leises Jackie hört, dann weiß man, es ist bereit. Ja, genau. Sie mobbt mich. Es macht so viel Spaß. Jackie ist meine beste Feindin. Mein Gott, schon aus dem Google Maps. Schaut halt echt. So? Schaut halt echt. Eine Stunde später. Es ist unser Kutsche! Yay! Ich hoffe, dass wir es nicht kaputt machen. Ja, wenn es nicht kaputt machen, heißt es ist kaputt oder nicht. Ja, ich so 3 Tage green is not später aus der Mauer vorbeigefahren und ich gucke nur das Auto so. Ja, genau, das ist so voll zerkratzt. Ja, genau, zum Cabrio geworden. Hola! Und das ist unsere neue Freundin, die wir gleich mal kennengelernt haben. Wir haben sie gleich am Flughafen eingepackt. Wir sind direkt neben dem Meer gelandet. Das hätte nicht mehr viel gefehlt und wir wären im Meer gelandet, aber wir sind gut angekommen. Jackie hatte eine super Zeit bei der Landung. Nee, hat sie definitiv nicht. Sie fand das richtig toll. Wir würden das gerne nochmal wiederholen. Ja, sag ich doch. Vor allem, ich bei der Landung einfach nur so gemacht habe, als hätte das was geholfen. Ja, wenn du es nicht sehen kannst, sieht es dich auch nicht. Ja. Kriegt der Tod dich nicht. Ist auch so.
Das ist so schön. Euch an, wie konzentriert sie einfach mal fährt. Ja. Macht sie das nicht toll? Eine von uns muss. Ja, genau, Isabel, ne? Aber es ist grün, was natürlich für die Hoffnung steht, deswegen bin ich da guter Dinge. Da ist sie hochkonzentriert, die Jackie. Sie ist so magisch. Oh yeah. Immer auf Drama aus und das mag ich. Geil. Jackie, warum sind wir bisher eigentlich noch in keinen Rap-Battle verstrickt gewesen? Ich finde, das ist etwas, was wir wirklich verpasst haben. Ich habe echt gute Dichtkünste. Duration limitada. 60 minutos. Kann man nicht runter. Voll schade. Kann man schon. Schnell, Jackie, bevor die Polizei kommt. Wir sind so 5 Minuten auf der Insel und brechen schon wieder in irgendwelche verlassenen Gebäude. Ich glaube, mein guter Einfluss fährt auf dich ab, Jackson. I want to break free. I want to break free. Einbrechen, 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 einbrechen. Nein, eigentlich nicht. Das ist wie in einem Horrorfilm, aber ich tauche irgendwie immer wieder auf. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Solange du wieder auftauchst. Ja. Mich will niemand haben. Die ganzen Geister denken sich so, nee, Ewigkeit mit der. No, 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 no. Assi, ne? Ich finde, das proved mein Point schon so, ne? Aber ich wollte eigentlich erzählen, so Jackie ist voll der Assi. Ich bin letztens so, ich koche uns was, ne? Weißt du, ich koche uns was. Ich sorge dafür, dass es ihm gut geht. Und sie war noch arbeiten, ne? Und dann kommt sie nach Hause, kommt in die Küche und erschreckt mich erstmal. Ich hatte Musik an, ich habe sie nicht kommen gehört und sie erschreckt mich erstmal voll. Und ich passe erstmal fast in das heiße Wasser so. Da mache ich einmal für uns Curry und sie zahlt mir zurück, indem sie versucht, mich umzubringen. Vertraut diesem Mädchen nicht. Vertraut ihr niemals. Oh mein Gott, es hört einfach nicht auf. Ich glaube, wir sind in einem Limbo gefahren. Oh mein Gott, das endet dort. Das ist ich bereue alle meine Entscheidungen. Du da noch nicht so, du wünschst doch, dass ich dein Hero bin. Guten Morgen! Moin Moin! Frisch und ausgeruht und vollkommen glücklich über die Gesamtsituation. Wir gehen jetzt auf den Pico Malpasso. Das ist der höchste Berg hier auf der Insel. Und dann hoffen wir, dass wir zum Sonnenaufgang drauf sind. Und Jackie fährt jetzt ganz schnell die Serpentin hoch, damit wir das mitkriegen. Und ich freue mich richtig. Ist er nochmal gleich Enrique? Enrique, ja. Und unser Auto heißt Enrique. Weil ich so ein Riesenfan von I Can Be Your Hero Baby bin. Ja, wie man gestern gehört hat. Hast du mich gefilmt in der Dusche? Oh nein, ich hab's gern. Dieses Talent kann ich ja nicht erwähnen. Ich werde dich töten. Ich freue mich schon drauf. Dem Straßenverlauf von Pista Acceso einmal Paso für 1,5 Kilometer folgen. Ich weiß gar nicht, wo die Sonne ist. Oh mein Gott!
Okay. Aber wir tun es. Wir tun es. Wir tun es. Wir tun es. Rossmann oder so für 1 Euro, als ich 8 war oder so, so eine Videokassette gekauft, so extra für Kinder mit so komischen Kinderfilmen drauf, die so kurz waren. Die waren einfach mega verstörend, so, da sind halt so Leute rumgelaufen, so wie in einem Cartoon und sowas, ne? Und ich habe keine Ahnung, was der Plot war, ich weiß nicht, ob es einen gab. Die haben, glaube ich, einen Song gesungen und dann war da das Einzige, woran ich mich richtig gut erinnere, dass die Kamera dann so hoch ging in den Himmel und da war so die Sonne mit Gesicht und sowas und dann so, guck mich nicht an, sonst wirst du blind. Und das hat meine Kindheit maßgeblich geprägt. Okay. Guck mich nicht an, sonst wirst du blind. Ja, Cartoon. Wir packen jetzt den ganzen alten aus. Takata ist für mich immer noch hochaktuell, ja? Also ich will nicht, dass du was gegen Takata sagst. Okay, okay. Takata! Takata! Weit und breit nur Meer. Überall ist Meer. Und Berg und Grün und Easy. Isabelte. Sie liebt mich. Ja, könnt ihr sehen, wie sehr sie mich liebt? Sie liebt mich. Hassliebe. Isabel, sag mal Tschüss. Tschüss. Hat sie das nicht wunderschön gesagt? Ich bin immer begeistert über ihre Leidenschaft, über ihre Passion. Da sehen wir sie, die Selfie-Queen. Weißt du, sie ist so eine schöne Aussicht und sie fotografiert sie selbst. Ja, weil es ja gerade so kam. Sie trägt 2 Brillen übereinander. Sie ist so cool. Cool. Wir gehen auf ein Abenteuer. Ja, sieht man wieder ein Prime-Beispiel für Jackie. Sie stirbt so fast alle 10 Minuten am Tag durch irgendwas. Schon schwierig mit ihr, aber ich hab sie trotzdem gerne. Ja, ja, danke. Mir geht's übrigens nicht anders mit ihr. Wieso? Sie verliert ganz gerne Sachen. Die sie eigentlich in Wahrheit gar nicht verliert. Wenn du meine Schlüssel in deine Einkaufstüte steckst, weißt du, ich ein bisschen, dass der da drin ist. Irgendwas mit ihr zu planen ist wirklich höllisch schwer. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Wunder das ist, dass wir wirklich hier sind. Weil man plant mit ihr was, ist schon dabei zu buchen und dann geht's, oh, da bin ich doch nicht da. Sie hat mir einfach zum Geburtstag einen Reiseführer nach Fuerteventura geschenkt, obwohl wir halt einfach mal nach Lanzarote fliegen. Ich hab's doch nur gut gemeint. Geh mit meiner Jackie und mein Jackie mit mir. Halt oben leuchtet die Sonne, hier ja, unten leuchten wir. Ich hab mich an einem Brösel verschluckt. Das Mettbrötchen hat mich umgebracht, war aber lecker. Jackie, tu dir nicht weh.
sky is falling down. Jackie, bitte, tu dir nicht weh. You saw me crying. Would you save my soul? Liebe Freunde, liebes Unternehmen, du steht für uns, dich und mich. Denn steht für endlich, haben wir mal Spaß und friedliche Freundschaft. Du steht für Ukulele. Endlich steht für Nase, so weißt du nicht, mach mit bei dir. Ist nach Ruhe auf die Straße. Isabel, bist du darauf vorbereitet? Ja. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Guck mal, der Wink voll freundlich. Ja. Der freut sich voll, dass wir ihn vorbeilassen und nicht umfahren. Nicht so wie mit auf anderen. Unser Range Rover hier. Seht ihr das? Da unten ist das Meer und das voll schön. Und hier ist überall grün. Grün sind alle meine Farben. Wir fahren jetzt übrigens zu einem mega schönen Leuchtturm. Ich glaube, der heißt Faro de Orchia. Oh mein Gott! Das ist echt schön, seht ihr ihn auch? Okay, nein, man sieht ihn nicht auf der Kamera. Isabel fährt immer sehr scharf um die Kurven. Ich fürchte manchmal um mein Leben, aber... Wenn ich von der Aussicht abgelenkt bin, okay. Ja, du kannst aber auf die Straße kommen. Ja. Aber wie schön ich um diese Kurve fahre, ist das nicht wundervoll? Das hast du echt sehr gut gemacht. Danke. Ich bin stolz auf dich. Intertwined, bodies locked as if we were one. No one else, the only two. Too tightly wrapped to come undone. Outside world. Sie hat lange Haare und ist die Selfie Queen. Alle 5 Minuten. Kann man damit rechnen, dass sie ein Bild macht von sich selbst? Und sie liebt mich ganz doll. Charcos sind Natural Pools, also natürliche Schwimmbäder, die sich durch die Felsformationen bilden. Hier unten sieht man zum Beispiel einen, auf Teneriffa gibt es auch ganz viele davon. Der hier ist halt auch total schön, da kommt noch so ein bisschen Meerwasser rein. Deswegen hopfen wir da jetzt unten hin. Hier sind wir und da ist die grüne Mauer, die uns vom Rest der Welt trennt. Mal mit so dem halbstündigen Tunnel des Todes, den man durchqueren muss, wenn man auf die andere Seite will. Schokolade. Isi möchte immer irgendjemanden mitnehmen, aber die hält sie an. Oder wenn ich frage, dann auch nö, das schaut nicht so aus, als würde er mitgenommen werden wollen. Ja, keine Ahnung, das kommt doch voll creepy, wenn du einfach neben der Person anhältst. Sie müssen schon die Finger rausstrecken, wenn sie meine Liebe wollen. Barabarabara. Ja, jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt fahren wir auch den Rest des Stücks durch. Ja. Wie gesagt.
Nein! Wie war das immer mit dem auf mich hören? Tut mir leid. Das ist bestimmt schon das fünfte Mal, dass ich sage, dass ich ab jetzt immer auf dich hören werde. This is what happens when you trust Isabel. Because you can't get out of this. Well, I was about to turn over there, right? But she told me I should turn over there and now I'm stuck here, so I don't even know where we are. Where are we? Just it is the end of the world, the literal end of the world. Like, look at it. Ein kleiner Tipp. Sollten Sie mit dem Auto in einem erdig-sandigen Untergrund feststecken, versuchen Sie, die Räder langsam drehen zu lassen und sie auf keinen Fall durchdrehen zu lassen, da sich das Auto sonst noch weiter eingräbt. Okay. Schweine gleich! Warum passiert sowas immer? Immer! Jedes Mal! Okay, also erstmal dich Google Maps, dich richtig hart. Und zweitens, wir bauen dem Auto jetzt eine Rampe, weil wir es nicht mehr rausbekommen aus dem kleinen Graben. Es ist halt echt nicht witzig. Ich glaube, wir wollten wenden und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Ey, so aber auch. Das ist unsere Kreation. Sie ist nicht schön, aber sie ist besonders. Wir haben gegraben, bis es nichts mehr zum Graben ging. Und wir hoffen und beten jetzt, dass das funktioniert. Wir stecken hier fest, mitten im Nirgendwo. Und wir haben keine Ahnung, ob wir jemals wieder wegkommen. Ich glaube an Karma. Ich weiß noch nicht, was wir Schlimmes getan haben. Wir haben jetzt schon alles versucht, irgendwie rauszukommen. Wir haben Bretter unter das Auto gelegt, wir haben Sand weggeschaufelt, die Räder bewegen sich kein bisschen irgendwie. Wir finden nicht mal eine Nummer für einen Abschiebdienst. Das Problem ist halt nicht mal, dass das Fahrzeug nicht greifen könnte. Es könnte greifen, aber es tut es einfach nicht. Also, wir erreichen die Autovermietung nicht. Und der Abschleppdienst sagt, die machen das nicht mit den Autos der Autovermietung, dass wir die abschleppen. Und die wollten mir auch keinen Preis nennen, wenn wir es selbst bezahlen. Und ja, jetzt haben wir einen Kumpel angerufen. Und der möchte jetzt auch versuchen, da anzurufen mit unseren Daten. Der hat eine spanische Nummer, vielleicht kann das eher. Und das nächste Dorf ist 2 Stunden weg zu Fuß. Und da gibt es halt keine Menschen in der Nähe. Deswegen ist es alles eine sehr schöne Situation, weil wir sind jetzt im Auto. Ich meine, die Aussicht ist halt schon super so, ne? Aber ich wünschte, Isabel hätte einmal in ihrem Leben auf mich gehört. Ich wünschte, ich hätte einmal in meinem Leben auf Jackie gehört. Oh mein Gott, vor allem diese Straße, die hat halt keinen Namen. Und es ist halt vollkommen schwierig zu beschreiben, wo man überhaupt ist. Also das geht eigentlich gar nicht. Und der Aussichtspunkt, wo wir eigentlich hin wollten, ist 5,9 Kilometer weg und das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, um zu erklären, wo wir sind. Ja. Ja. Mhm. Ja. Alter. Wir wurden gerade auf den Rückruf verwiesen von der Polizei. Das ist Karma, weil wir das jeden Tag das mit anderen Karma. Leuten machen. Das ist eindeutig Karma, ey. Oh mein Gott. Wir haben bei der Polizei angerufen. Und die haben es weitergegeben. Nicht mal die Polizei hilft uns. Wir haben bei einem Abschleppservice angerufen. Die meinen, die machen keine Sticker. Wir haben bei Sticker angerufen, da geht niemand ran. Unser Kumpel, der da anrufen wollte, hat auch niemanden erreichen können. Dann haben wir die Polizei da lokal angerufen. Die meinten so, nee, ihr müsst die Notfallnummer anrufen. Dann haben wir bei der Notfallnummer von der Polizei gerufen. Und die haben uns auf den Rückruf verwiesen. Die meinten, wir sollen jetzt hier. Leute, wenn das das Letzte ist, was ihr von uns hört, war es auf jeden Fall eine mega schöne Zeit mit euch. Wir haben euch echt verstehen. Weißt du, das ist das, was ich immer sage. So, ich wäre nicht mal mad, wenn ich sterbe, weil ich hatte eine schöne Zeit. Vor allem jetzt Mama, mit dem Ende. Mama, ich hab dich lieb. Und auch meine Schwester hab ich lieb. Ich hab auch meine Ich hab alle Leute lieb, die mich auch lieb haben. Ja. Oh mein Gott, wer wird sich um meine Kaninchen kümmern? Oh mein Gott. Lydia, wenn du das siehst, kannst du die Kaninchen an dich nehmen. Wir hatten mega 1,5 schöne Tage. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast dich vom Leben verabschiedet. Auf jeden Fall. Also, ich hatte ein gutes Leben.
Und ich hatte auch die letzten zwei schönen Tage. Ich bin auch froh, dass ich die mit dir verbracht habe. Ich hätte mir keine bessere Person dafür vorstellen können. Macht euch keine Sorgen, wirklich. Also wir sind glücklich geschoben, mehr oder weniger. Ich meine, wir werden jetzt wahrscheinlich in dieser Hitze hier verdorren, aber wer weiß, bis zu dem Punkt sind wir noch zufrieden gewesen. Und wir haben ja einander. Also wir können auf jeden Fall die schöne Aussicht genießen. Also das hat auch nicht jeder. Ja, genau. Also ich finde, das ist schon eine krass schöne Aussicht. So. Und Jackie, ich werde dir versprechen, dass ich dich nicht esse, wenn du stirbst. Ich werde dir das auch versprechen. Dankeschön. Ich möchte bitte, dass 80er auf meiner Beerdigung gespielt werden. Und wenn nicht einmal mindestens Ghostbusters kommt, dann bin ich sehr enttäuscht aus dem Jenseits heraus, okay? Was war nochmal mein Lied, was ich wollte? Haben wir nicht letztes drüber geredet? I could be your hero? Ja, also es wäre auch schön. Vielleicht aber auch Eye of the Tiger. Ich möchte auf jeden Fall auch, dass die Leute auf meiner Beerdigung tanzen werden. Ja. Ich möchte kein Rave. Schwarz, kein Weiß. Ich möchte bunte Klamotten. Mit Regenbogen. Es soll ganz viel Alkohol geben. Wir lassen unser Auto jetzt zurück, weil wir nicht sterben wollen. Hey. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis wir zu einer Hauptstraße kommen, wo vielleicht auch mal ein Auto vorbeifährt. Und unser Flug geht halt in 2 Stunden. Es dauert auch noch mal eine Stunde zum Flughafen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht klappen, dass wir heute noch zurückkommen, und wir haben schon bei der Arbeit Bescheid gesagt, dass wir morgen wahrscheinlich nicht auf der Insel sein werden, um auch zu arbeiten. Richtig super. Richtig herrlich. Da steht's. Das Kotsche. Pur Kotsche. Und es war so schön. Es ist so schön, das Auto. Hat ja so schön fahren lassen. Enrique. Es tut uns leid, Enrique. Wir wollten nie, dass das passiert. Wir lieben dich, Enrique! Und so kam es, dass Jackie und Izzy Enrique zurückließen, um die 8 Kilometer lange Strecke zur nächsten Straße bergauf zurückzulaufen. Es ist sehr heiß. Wir sehen langsam schon Fata Morganas. Da kommen fast alle 5 Minuten halbnackte Leute mit Abschleppseilen um die Ecke. Sagen, hi, hier ist Sika. Wenn eine von uns umkippt, müssen wir sie ziehen. Back to the beginning, where it all started. Und wir haben es einfach mal geschafft. Ich kann es gar nicht realisieren. Wir sind zurück in Teneriffa. Seht ihr das? Wir haben innerhalb von 2 Minuten Check-in und Boarding gemacht. Ja, alles so. Mega einfach. Die haben angerufen, so, ja, können da noch Leute rein? Die sind in die Sitzung, die sind geschaut, und die so, und die so, ja, okay, wir fragen noch mal nach. Und dann. Ja, nur zur Info, also wir haben es geschafft, das Auto nicht. Das Auto nicht. Enrique steht nach wie vor da, wo wir ihn verlassen haben. Enrique, es tut uns so leid. Wir lieben dich, Enrique. Enrique war das schönste Auto, das wir gefahren haben. Wenn die Vermietung das Auto jemals wiederfinden sollte, dann müssen wir den Abschleppservice bezahlen. Ja, aber so ist das nun mal im Leben, ne? Hauptsache, wir haben es geschafft. Nach 8 Kilometer Wandern hat uns ein mega liebes holländisches Paar mitgenommen. Die waren so lieb. Und uns extra zum Flughafen gefahren. Und dann ist er noch mit reingekommen und hat uns angefeuert, so, ihr schafft das, ja, ihr schafft das. Das war so toll. Und wir wünschten, wir könnten ihn erreichen. Ja. Falls er das jemals sehen wird, falls und seine Frau auch. Seht. Wir danken euch von ganzem Herzen. Das war so toll. Das war so lieb. Vielen, vielen Dank. Das wir werden euch nie vergessen. Alles wird gut. Wir haben es das erste Mal überlebt. Wir sind gleich da. Wir stecken heute mit dem Auto der Wüste fest. Da haben wir doch nicht Angst vor einer niedrigen Flugzeuglandung. Was hast du heute erlebt? Gar nicht so viel wie gestern, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gearbeitet und dann die Nachricht bekommen, in meiner Mittagspause, dass unser Mietwagen gefunden wurde. Enrique geht es gut, er ist wohl auf und er wurde gerettet vom Abschleppdienst. Und jetzt müssen wir nur 70 Euro bezahlen. Ich habe mit sehr viel mehr gerechnet und auch nicht so wirklich damit gerechnet, dass sie den Wagen überhaupt finden. Aber ja, ich finde auch, wenn man sowas erzählt, das hört sich immer an wie ausgedacht, aber es ist einfach unser Leben. Ich weiß nicht, ob es traurig ist oder lustig. Ich glaube, es ist ein bisschen was von beiden. Als wir die Nachricht bekommen haben, haben wir uns erstmal umarmt und so drum gehüpft und haben geschrien und konnten es nicht glauben. Ich habe nur Schreie gehört. Ich dachte erst, oh mein Gott, irgendwer wurde abgeschossen, aber dann habe ich auch gehört. Da habe ich zum Hüpfen rausgehört und dachte, okay, das sind Jackie. I believe.
Seien Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn Jackie und Easy ihr Leben verbauen.